ihr Lieben, ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, welches mir am Anfang gar nicht so gut gefallen hat und mich auch gar nicht wirklich überzeugen konnte. Und letztendlich jetzt im Nachhinein kann ich sagen, doch, okay, es hat mich überzeugt und ich möchte es euch in jedem Fall mal kurz vorstellen, denn es gibt so in letzter Zeit sehr häufig bei mir so Leseerlebnisse, die ich gar nicht wirklich gut einschätzen kann. Also ich bin auf der letzten Seite angelangt und weiß nicht, okay, wie ist jetzt mein Fazit? Ist es was für mich? Ist es nichts für mich? Hat es mir gefallen? Hat es mir nicht gefallen? Konnte es mich überzeugen oder konnte es mich nicht überzeugen? Und ich brauche manchmal ein paar Stunden, manchmal sogar ein paar Tage, um wirklich die Geschichte sacken zu lassen, dass sie bei mir angekommen ist, um dann endlich auch mein Fazit geben zu können. Und so ging es mir jetzt auch bei dieser Geschichte. Jenny Valentine, Kaputte Suppe, DTV Premium hat es herausgegeben für 12,90 Euro. Mir ging es so, weil ich wirklich mal wieder was ganz anderes mir darunter vorgestellt hatte. Ich finde das Cover sehr spielerisch, kindlich auch aufgemacht. Es ist halt ein Briefumschlag. Ich konnte mir einfach gar nichts darunter vorstellen und fand es aber irgendwie nett von der Aufmachung und habe mir dann den Klappentext durchgelesen und dachte, okay, es ist auf jeden Fall ein spannender Jugendroman und mit DTV Premium, die Reihe Hansa, kann man grundsätzlich nicht viel falsch machen, denn die bringen auch eher anspruchsvollere Jugendlektüre raus, also wirklich sehr, sehr gelungen, etwas mit Tiefgang und trotzdem nicht poetisch überzuckert, sage ich mal. Also es gefällt mir immer sehr, sehr gut. Man hat einfach etwas anspruchsvollere Jugendlektüre vor sich. Also bin ich da eigentlich mit viel Freude und mit positiven Gefühlen rangegangen. Ich hatte auch große Hoffnung in dieses Buch, weil ich dachte, ach Mensch, das klingt spannend, das sieht gut aus. Und als ich dann nach 15 Seiten, länger braucht ihr auch nicht, dann werdet ihr auch erkennen, festgestellt habe, worum es geht, wusste ich nicht mehr, okay, was mache ich jetzt? Breche ich es ab oder nicht? Denn ich wollte wieder nicht so ein Thema lesen. Ich weiß, dass es etliche andere Bücher gibt in der Jugendliteratur, die dieses Thema behandeln. Man hat auch schon wirklich viele Bücher, also ich zumindest habe schon viele Bücher zu dieser Thematik gelesen und ich wusste nicht, wird das jetzt wieder nur so ein Abklatsch, ist das was oder ist es nichts. Ich bereue es nicht, dass ich es durchgelesen habe, auch wenn es teilweise etwas schwierig war für mich. Aber dazu komme ich gleich nochmal zu meinem Kritikpunkt. Im Großen und Ganzen konnte es mich überzeugen, weil es nicht nur, wie gesagt, von der literarischen Seite her mich überzeugen konnte. Also es hat auch einfach einen guten Wert einfach vom Stilistischen, sondern auch, weil die Thematik mal aus einer ganz anderen Perspektive berichtet worden ist oder zumindest mir eine andere Perspektive aufgezeigt hat. Das Hauptthema dieses Buches, und damit verrate ich nicht zu viel, ist Tod und Trauer. Und jetzt werden einige sagen, oh Gott, schon wieder oder nee, das kann ich gar nicht. Und genau das ist nämlich auch das, was ich empfunden habe. Ich wollte nicht schon wieder so ein Buch lesen und vor allem nicht wieder in der Jugendliteratur. Aber in dem Fall ist es wirklich mal ein bisschen anders aufgemacht. Also die Geschichte fängt damit an, dass wir Rowan kennenlernen. Rowan ist 15 Jahre alt und ist im Supermarkt. Und es kommt ein gut aussehender Junge auf sie zu und gibt ihr ein Fotonegativ in die Hand und sagt, sie hätte es verloren. Und sie ist sich aber 100% sicher, sie hat keine Fotonegative in ihrer Tasche und das ist nicht ihrs. Aber dieser Junge besteht darauf, dass er beobachtet hätte, wie ihr das aus der Tasche gefallen ist und deswegen gibt er ihr das. Und er verschwindet auch einfach wieder. Und diese mysteriöse Situation, sie weiß gar nicht, was das soll, weil sie ist sich, wie gesagt, 1000%ig sicher, dass es nicht ihrs ist, kann sie gar nicht einschätzen und es ist doch eine etwas merkwürdige Situation. Damit fängt es an, es ist also schon eher eine spannende Einstiegssituation. Wir wissen halt auch nicht, was das auf sich hat. Und Rowan freundet sich am Anfang der Geschichte mit einem Mädchen an, die Bee, 17 Jahre alt ist und die beiden gehen dem so ein bisschen dem Rätsel auf die Spur. Was hat es mit diesem Fotonegativ auf sich? Und so fängt die Geschichte an. Ich finde, sie hat sehr viel Potenzial, es hat so ein bisschen was Kriminalistisches, Mysteriöses an sich, aber wir stellen wirklich, wie gesagt, relativ schnell fest, was eigentlich die Dramatik in dieser Geschichte ist und was eigentlich diese Geschichte ausmacht. Denn Rowan ist kein gewöhnliches 15-jähriges Mädchen, die ihr Leben genießt, sondern Rowan übernimmt eigentlich alle elterlichen Pflichten, die man sich vorstellen kann. Sie hat eine kleine Schwester, die 6 Jahre alt ist und für die muss sie wirklich Mutter und Vater gleichzeitig sein. Sie muss natürlich auch große Schwester trotzdem sein. Sie ist aber auch Schülerin, sie macht aber den Haushalt, sie kümmert sich ums Essen. Sie ist also wirklich Vollzeit beschäftigt, Vollzeit Eltern auch irgendwo, weil ihre Eltern einfach nicht mehr in der Lage sind, sich um diese beiden Mädchen zu kümmern und vor allem nicht mehr um diese kleine Tochter. Denn
Die Familie hat vor einiger Zeit einen Sohn und einen Bruder verloren. Jack, der ist leider verstorben und seitdem hat sich einfach die komplette Familie auseinandergelebt. Die Mutter hat starke Depressionen, geistert eigentlich nur noch so in ihrem Leben herum und kümmert sich nicht mehr um die beiden Töchter und nimmt sie auch kaum wahr, nimmt starke Tabletten, Beruhigungstabletten. Und der Vater ist ausgezogen, der ist am Anfang auch kaum präsent. Also muss Rowan ist irgendwo gezwungen, sich einfach mit 15 in diese Rolle, ja, auch reinzufügen, zu sagen, okay, ich kümmere mich darum, dass wir einen einigermaßen geregelten Alltag haben, dass vor allem meine kleine Schwester zurechtkommt. Ich gebe ihr die Liebe, die sie braucht, die Fürsorge, die Erziehung auch und das mit 15. Und das ist ein sehr charakterlich, sehr starker, eine sehr starke Figur, die wir da kennenlernen. Und das hat mich gleich erstmal gepackt, wo ich dachte, Wahnsinn, also mit 15, diese Situation, die wir dort kennenlernen, irre. Also es hat mich wirklich beeindruckt. Und das zieht sich auch durch. Also Rowan ist wirklich eine sehr charakterlich sehr starke Figur, die dort in dem Roman, die wir dort kennenlernen. Aber gleichzeitig halt in dieser Ausgangssituation, wir wissen die Dramatik dieser Familie, die lernen wir kennen, auch das Verzweifeln und Hilflose. Und gleichzeitig dieser spannende Aspekt mit diesem Fotonegativ, was dann wirklich, man kann sich keinen Reim drauf machen, wie das zusammenhängt. Und mehr möchte ich euch eigentlich auch nicht erzählen. Es geht um diese Freundschaft, die zwischen den beiden Mädchen entsteht. Es geht um Schwesternliebe, es geht um Familienunglücke. Es geht um erste Liebe, aber nicht kitschig und klischeehaft, sondern alles sehr realistisch und ungeschönt, möchte ich sagen. Also was kann der Tod eines geliebten Menschen auch mit Menschen machen und auslösen? Und das weiß man gar nicht immer. Das kann man gar nicht wirklich beeinflussen, sondern es gibt wirklich viel Drama, was dahinter steckt. Es kann wirklich die schlimmen und fiesen Seiten des Lebens einfach auch aufzeigen. Und was mich aber überzeugen konnte, und das ist letztendlich das Positive, was mich überzeugen konnte, ist, dass die Autorin es schafft, trotz der Dramatik, trotz des ganzen Unglückes dieser Geschichte, ganz viel Hoffnung und Liebe durchschimmern zu lassen. Sie konnte ohne irgendwie mich zu belasten in dieser Geschichte. Es hat halt so viel negative Aspekte, so viel Unglück, so viel Schicksalsschläge, die diese Familie durchmacht, vor allen Dingen diese beiden Mädchen. Und was sich da nachher nicht alles noch auftut an Geheimnissen, die dort ans Tageslicht kommen und wie sich das alles noch entwickelt und auch ins Dramatische. Und ich finde es auch, und das ist mein negativer Punkt, schon etwas zu extrem. Also auf das Unglück noch mehr Unglück. Und ich wusste nicht, ob das ein bisschen zu viel des Guten ist. Aber ich finde, und das ist dieser Ausgleich wieder ganz hervorragend da. Es ist halt wirklich nicht belastend, denn ich musste nicht weinen, ich habe mich zwar betroffen gefühlt, aber ich wusste, da ist Liebe, da ist Hoffnung, da ist das Leben und das war dieses Lebensbejahende, was mich die ganze Zeit in der Geschichte begleitet hat, hat die Autorin unglaublich schön dargestellt, ohne poetisch überzuckert zu sein. Also es ist halt wirklich ganz hervorragend umgesetzt, dass man dieses die ungeschönte Realität, das Unglück sieht, aber trotzdem nicht vergisst, wie wichtig ist, dass man auch das Leben noch sieht und die Liebe, die dahinter steckt. Also das hat mich einfach überzeugt. Es ist halt nicht kitschig, es ist halt auch nicht zu sentimental, sondern es ist einfach gut umgesetzt, eine wichtige Thematik. Und auch wenn man da ein bisschen sich was anderes drunter vorgestellt hat, ich zumindest unter dem Klappentext, hat mich diese Geschichte einfach überzeugen können und ich hoffe, sie kann euch auch überzeugen. Vielleicht schaut ihr einfach mal rein, denn da hat DTV mal wieder einen richtig tollen Jugendbuchroman rausgebracht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben. Bis dann, tschüss!